wundervoller Ruhe liegen die bayerischen Alpen. Auf den Almen klingt das liebliche Geläut der Kuhglocken. Der Bergbach singt sein plätschernd Lied. Da dringt ein seltsam Dröhnen in das Tal. Das deutsche Ferienwunder aus dem Norden kurft heran. In den stillen Winkeln ruhen erschöpfte Touristen. Sie kommen mit Wohnwagen, mit Motorrädern, mit Mopeds, mit Omnibussen und sehen aus wie Pimpfe. Sie sind gut vorbereitet. Sie tragen bunte Hemden und kurze Hosen. Wie sie darin aussehen, ist ihnen gleichgültig. Andere sehen aus, man kann direkt Angst kriegen. Schöne Ausblicke auf hübsche Frauen sind hier selten. Alles ist sehr in Eile. Schnell etwas Geld wechseln, schnell das Triptych stempeln lassen, schnell wieder ins Auto, schnell noch aufs Töpfchen, schnell, schnell, schnell. Dabei geht's nur in die Ferien. Kein Feldwebel schrie Marsch, Marsch. Nur eben, wir sind Schnelligkeit gewohnt, denn frisch gehetzt braucht man mehr Erholung. Die einzigen, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sind Hunde und Panzer. Die deutsche Fahne weht über dem stillen Gardasee. Garda, der Wunsch vieler Träume. Nackedeis auf den Straßen. Fotografen am Werk. Und Zeltlager wie einst die Teutonen. Überall an der Straße, auf 50 Kilometer Länge, Zelte, 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 Zelte. Camping Rosa, man spricht Deutsch. Camping Ideal, Radiomusik verboten. Papi ist da. Und Mami ist da. Und Onkel Friedhelm. Alle sind da. Sie sind fleißig. Sie waschen. Sie kochen selbst und schälen Kartoffeln. Sie sitzen auf dem Motorrad, aber sie nähen. Sie blasen. Sie pumpen. Sie treten. Sie kämmen. Sie ordnen. Sie lieben einander.
An Krach darf's nicht fehlen. Ohne Krach kein Genuss. Köpfchen unter Wasser, Sterzchen in die Höhe. Das sind die einsamen Fischer vom Gardasee. Fangen taten sie nichts. Die Fische sind unten und lernen Deutsch. Der Feldherr wird heimgerudert. La Zise. Vor 10 Jahren noch ein ruhiges Städtchen. Aber heute. Dieser Ausgang verboten im Badeanzug. Die Deutschen befolgen jedes Gebot. Das ist bekannt. Es ist untersagt, im Badeanzug herumzulaufen. Das Baden an dieser Stelle ist streng untersagt. Bitte Rasen, nicht betreten. Ein echter Kavalier. Sie bläst in die Matratze, er bläst den Rauch der Zigarette. Überhaupt, Leute gibt's hier. Trotzdem, La Zise wird genossen. Malcesine. Beliebt seit Goethe. Von oben ein verträumtes Nest am Lago di Garda. Von unten weniger. Hier üben deutsche Spaghetti essen. Das ist ja grausam. Maxel, du machst das auch für sein. Was wird denn das? Du lernst das auch nicht mehr. Bis du den eh bringst, dann wird es aber mehr. Ich glaube, der Lippiger glaubt, dass das viel abräumen kann. Oh, mein Lieber, da schaut es sauber aus. Auch Goethe speiste in Malcesine und zeichnete. Hier zeichnete Johann Wolfgang Goethe am 1. September 1786. Und dort oben steht er in Bronze und erblickt seine Landsleute. Diese Landsleute dichten dann ins Fremdenbuch: Was Goethe konnte, kann ich schon lange. Mir ist vor Weibern gar nicht bange. Goethe war ein braver Mann. Jeder wusste, was er kann. Am besten wissen leider nur die Weiber. Zum zweiten Mal am Gardasee verspüren wir noch kein Heimweh. Ob Adria, ob Mittelmeer, Italien, ja, es gefällt uns sehr. Erst mit Auto und mit Zelt genießt man wahrhaft die Schönheit der Welt. Erholen wir uns in Venedig.
Von oben und von Weitem sieht es sehr hübsch aus. Hierher strömen sie alle, seid umschlungen Millionen. Man blickt bewundernd hinauf. Und ungerührt hinunter. Natürlich sind die Deutschen auch hier. Rialto schützt vor Bierdurst nicht. Doch gibt es auch feinere Landsleute. Ohne eine Gondelfahrt wäre Venedig nicht Venedig. Die Gondeln sind teuer, aber schließlich verdienen wir gut. Diese Gondel aber sieht kaum ein Tourist. Es ist die große Prachtgondel, die die sterblichen Reste eines reichen Venezianers zur Beerdigung hinüber auf die Toteninsel San Michele fährt. Der venezianische Löwe trauert. Mitten in der Lagune schwimmt der treue Hund hinter der Leiche seines Herrn. San Michele. Hier gibt der Hund auf und schwimmt nach Venedig zurück. Kaum ist der Sarg abgeladen, wird schon der Engel abgewrackt. Und die Ruderer des Totenschiffes wenden ihre kostbaren Uniformjacken, um sie zu schonen.
Während die venezianische Prachtgondel unbeachtet bleibt, besuchen ganze Heerscharen von Touristen den Monumentalfriedhof von Mailand. Er ist berühmt wegen seiner sagenhaften Grabstätten mit den seltsamsten Figuren und Aufbauten. Fremdenführer erklären in allen Sprachen. Manche Touristen können den Sinn mancher Dinge nicht begreifen. Deutsche sieht man auch hier in kurzen Hosen, obwohl extra um ehrerbietiges Betragen gebeten wird. Wer kennt ihn nicht, den Mailänder Dom? Auch hier steht geschrieben, Besucher der Kirche sollen so gekleidet sein, wie es christlicher Bescheidenheit entspricht. Auch hier sorgt ein Wächter für züchtige Kleidung. Dieser junge Mann sah zu und verzichtete darauf, nackt in die Kirche zu gehen. Doch da kommt ein Herr mit Hund. Er liest, was geschrieben steht. Er sieht des Königs abwehrende Gäste. Doch er besteht darauf, mit Hund in den Dom zu gehen. Der Wächter sagt nein. Der Mann sagt, warum nicht? Ich bin ein Franzose, mich geht das nichts an. Man holt einen höheren. Andere mischen sich ein. Hinaus, ruft ein Italiener empört. Der Hund steht stumm. Der Streit geht weiter. Hey, lassen Sie meinen Mann los. Der Hund muss hinaus, schreit nun auch der Oberwächter des Domes. Sie Kirchenschänder. Das ist Rom, der Platz vor St. Peter. 30.000 Touristen strömen täglich hierher. Auch dieser Hund darf nicht in die Kirche. Hier sorgt ein Carabinieri für Ordnung. Doch diesen sah er nicht. Und Moses blickt schweigend. 3,5 Millionen Deutsche pilgerten nach Süden. Zu Fuß und mit der Bahn. Deutsche Sonderzüge brachten Hunderttausende an die Adria und an die ligurische Küste. Überfüllte Buchten huschen vorbei. Man will schön sein in Italien. Finale Ligure Marina, der beliebteste Ferienort dieses Sommers. Und wünscht Ihnen einen schönen und sonnigen Ferienaufenthalt. Bitte überzeugen Sie sich, ob Ihr Gepäck auf dem Bahnsteig steht. Wenn Sie Ihre Koffer gesehen haben, begeben Sie sich bitte zum Bahnhof. Viele haben Mäntel bei sich, die sie hier nie brauchen. Aber wenn einmal eine Wolke zu sehen ist, wird gleich gemeckert. Die Reiseleiterin eines großen Reisebüros kann davon ein Liedchen singen. Ich bin ganz sicher, ich muss ja auch notgedrungen, letzten Endes müssen wir auch mal Pause haben. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn 300 Leute ankommen, 278 meckern, unter Garantie. Die reicheren Leute wohnen in den teureren Hotels. Dort lesen sie wie zu Hause die Bildzeitung und schreiben Postkarten. Die Jüngeren tummeln sich inzwischen in der Bar. Und das ist
der berühmte Strand von Finale Ligure. Voll, voller, am vollsten. Man zeigt sich auf der Promenade. Und als Tierfreund. Man trägt Bärte. Und wirft Hölzchen. Und ganz faule spielen Wasserleiche. Nur 2 Kilometer hinter der Küste, in Finalborgo, einem reizenden Städtchen, ist niemand. Die Hotels sind leer, die besten italienischen Weine werden nicht getrunken. Still und versonnen liegen hunderte solcher Orte. Der Mensch ist im Finale. Der Mensch erliegt dem Herdentrieb. Hier sehen Sie den einsamen Fischerhafen Portofino. Man muss sich die Füße abputzen, ehe man so eine Yacht betritt. Wer es sich leisten kann, der sitzt hier, blickt vornehm drein und betrachtet, was ihm geboten wird. Damen mit engen Hosen, und Herren mit kurzen Hosen. Hier sitzen die einen, dort stehen die anderen. Menschen mit solchen und solchen Füßen. Karten für samtliche Schiffe in Portofino. Die Deutschen sind natürlich auch da. Hier wird man selber fotografiert. Vor dem berühmten schiefen Turm in Pisa. Das war der schiefe Turm. Jetzt kommen die schiefen Türme. Die kleinen für 50 Mark, die großen für 100. Aus Alabaster, versteht sich. Und auf Extrawunsch mit Innenbeleuchtung. Kein Wunder, dass der echte Turm ins Wanken gerät. Alles knipst den, alles starrt auf den schiefen Turm von Pisa. Und wussten Sie schon, dass jeden Sommer in Pisa ein Faschistentreffen stattfindet? Wussten Sie nicht? Bitteschön, sehen Sie selbst.
Und das, obwohl Mussolini längst tot ist. Die Leute können gar nicht genug kriegen. Einige nehmen gleich beide Arme. Und sie lassen sich fotografieren. Gottlob, keine Faschisten. Nur Trickfotos fürs Familienalbum. Der Turm kennt das schon. Er bleibt trotzdem stehen. Ja, in Pisa muss man gewesen sein. Wegen des Turmes und wegen der Leute. Die Touristen gehen, aber der Turm bleibt und bei ihm die Spuren der Touristen. Lucky Strike, Chesterfield, Nationale, Filmschachteln, Kaugummi und Mottereis. Den Rest fressen die Ameisen. 3,5 Millionen fuhren nach Italien. 3,5 Millionen fuhren zurück. 7 Monate Winter liegen vor ihnen.